und so wird er damit entweder ein großer Mensch oder ein Verrückter und Absonderlicher, sofern er überhaupt nicht bei Zeiten zugrunde geht. Ehedem waren dieselben Eigenschaften gewöhnlich und galten folglich als gemein. Sie zeichneten nicht aus. Vielleicht wurden sie gefordert, vorausgesetzt. Es war unmöglich, mit ihnen groß zu werden. Und schon deshalb, weil die Gefahr fehlte, mit ihnen auch toll und einsam zu werden. Die erhaltenden Geschlechter und Kasten eines Volkes sind es vornehmlich, in denen solche Nachschläge, Altertriebe vorkommen, während keine Wahrscheinlichkeit für solchen Atavismus ist, wo Rassen, Gewohnheiten, Wertschätzungen zu rasch wechseln. Das Tempo bedeutet nämlich unter den Kräften der Entwicklung bei Völkern ebenso viel wie bei der Musik. Für unseren Fall ist durchaus ein Andante der Entwicklung notwendig, als das Tempo eines leidenschaftlichen und langsamen Geistes. Und derart ist ja der Geist konservativer Geschlechter. Das Bewusstsein. Die Bewusstheit ist die letzte und späteste Entwicklung des Organischen und folglich auch das unfertigste und unkräftigste daran. Aus der Bewusstheit stammen unzählige Fehlgriffe, welche machen, dass ein Tier, ein Mensch zugrunde geht, früher als es nötig wäre, über das Geschick, wie Homer sagt. Wäre nicht der erhaltende Verband der Instinkte so überaus viel mächtiger, diente er nicht dem Ganzen als Regulator. An ihren verkehrten Urteilen und Fantasieren mit offenen Augen, an ihrer Ungründlichkeit und Leichtgläubigkeit, kurz eben, an ihrer Bewusstheit müsste die Menschheit zugrunde gehen. Oder vielmehr, ohne jenes gäbe es diese längst nicht mehr.